Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Portal 2 Co-op mit Isa. Hey, hi. Heyo. Isa's got the moves like Jagger. Was ist denn das? Wenn ich Q drücke, dann... Das ist winken. Oben. Ah, das mit der Disco-Kugel. Ich habe erst Neues, ich freue mich nicht so. Alright, stürzen wir uns in den nächsten Testparcours, oder? Yay! Whee! Schraub, schraub. Auf, auf, auf. Ja, nimm mich auseinander. Los, geht's. Oh, yeah, baby. Das wäre die neue Form von getting screwed. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das Flip, Ihr Forschungspartner. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das. Blue, du bist das beste Robotermodell, dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat. Oh, oh, ich liebe ihre Sprüche. Hat was? Hui! Verklär, das werde ich devot. Juhu! Du stehst auch so ein bisschen auf Schmerzen, oder? Natürlich. Hab ich, sowas habe ich auch in meinem Keller stehen. So ein Ding, was mich gegen Wände schmeißt. Das hat mich jetzt gerade erschreckt. Okay, wir müssen... Einmal ja, so und einmal eigentlich? So und einmal ein Portal hierhin, einmal ein Portal dahin. Ja, was? Und da. Machen wir dort ein Portal hin, da. Jetzt das andere hier. Dann kannst du hier drücken. Das funktioniert tatsächlich. Alright. Nice. Müssen gleichzeitig. Warte, ich mach diesen Fenster. Countdown. Entschuldigung. Warte mal, wo war das? Das war nicht hier, das war bei F. Nein. Hier. Na doch, länger. Ah, da bleibt sie schon offen. Oh, Lasers. Laser. Und da hinten ist wieder so eine Plattform. Laser. Oh. La 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 la. Ich wollte gerade schon sagen, eventuell willst du da nicht stehen bleiben. Nimm krass, das Ding geht zu. Okay, geh's mal vor. Oh. Finde ich ja so ein bisschen übertrieben. Aber gut. Ja, GLaDOS, wir haben es verstanden. Drohkulisse und so, ja. Gut, wir haben hier ein. Was? Wir haben hier so ein Prisma und dann können wir diesen Laser umlenken, wenn wir das richtige Timing haben. Ansonsten werden wir zerquetscht. Also, es, wir müssen. Aber der kann da drunter stehen bleiben, das Prisma. Warte, der. Ja, und das muss da rüber. Und dann dahin. Und dann geht das da rauf. Ja, wir haben, glaube ich, schon ganz gut Ahnung davon. Ah, ja. Ich warte noch eine Runde. Ich wäre dafür, dass du läufst. Okay. Feigling! Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann. Wie wär's mit einfach nicht tödlicher? Einfacher muss ja gar nicht sein. Oh fuck, es ist zu tief. Ja, läuft, läuft, läuft. Da muss jemand draufstehen. Jetzt muss sie schon draufstehen. Test, ja. Weil das muss Ding geht nämlich auch kaputt. Übrigens nicht zermalmen lassen. Ich bin die falsche Richtung gelaufen. Nee. Ich muss hier nochmal drücken. Ich stehe auf der Plattform. Ich renne jetzt sich definitiv nicht rein. Schade. Jupp, aufwärts geht's.
Was mache ich jetzt hier oben? Weiß ich nicht. Irgendwas mit den Plattformen, nehme ich an. Ich weiß nicht, wen ich lieber mag. Die Brecher, die euch zermalmen, oder die Remontageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Okay, es geht hoch. Ja. Und dann macht schwach. Dann kann man wahrscheinlich von da oben runterfallen, weil man dann eine entsprechende Höhe hat. Und dann ist halt die Frage, wo wollen wir dann eigentlich hinfallen von da aus? Vielleicht dort rüber, dass du hier rüber geschleudert wirst auf das Ding und dann musst du sofort dort hinten ein Portal hinsetzen. Ja, wie kommt man an diese kein Portal, es ist bloß ein... So, und genau, und dann kommt man an diese Sprungplattform und wird von da aus dann... dort hinten geschmissen, genau. Ja, und dann muss man das aber auch relativ spät machen. Also du musst sagen, wenn du kurz vorm Zermalmen bist, dass ich dann erst runterfall. Ja. Oh, stimmt. Das muss ja auch noch. So viel Zeug. Mann, Mann. Kadank, kadank. Einer noch. Und Ruhe. Aus, als wären es Plastikstacheln. Das wäre jetzt eigentlich so ein harter Diss gegen GLaDOS. Ich wette, das wird sie voll aufregen. Ja. Alright, ich bin ganz oben, soll ich? Ja, spring, mach! Ja, ich springe. Au! Ja, ich bin auf den Knopf gekommen da oben. Und jetzt bin ich hier hinten. Ah, der Knopf hat die Stampfer deaktiviert. Ha, ihr seid voll öde, ihr seid voll öde, ihr seid voll öde, ihr könnt nix. Ah. Au, 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 au! Au, au, au! Warum? Warum? Oh nein, bist weg. Klar, ich bin in Deckung. Lebensgefährliches Isa ist lebensgefährlich. Ist jetzt meiner. Ich hatte nicht gerechnet, dass das tatsächlich sinnvoll wäre, aber okay, cool. Also du kannst ja durch, wenn kurz ich dagegen springe. Mach dich bereit. Und ich kann jetzt bestimmt... Ja. Muss das irgendwie so anstellen, dass der da drauf fällt. Nö, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Ich glaube, du musst doch nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen das zu zweit machen. Okay. Also, ich denke mal, der Würfel muss mit. Das heißt, theoretisch kannst du einfach das so machen und so. Dann hält er drauf. Ah, dass man den in so einem Loop gefangen nimmt. Oh, du bist clever. Warte. Genau. Mach mal. Jetzt habe ich ihn rein purzeln lassen, statt ihn gerade reinzufallen. Werfen. Aber es funktioniert. Ja, in der Tat. Die Zeit sollte eigentlich reichen, um durchzurennen. Mhm. Stell dich schon mal vor die Tür. Ich bin gleich bei dir. Ich halte sie dir offen. Oh, schneller! Er ist daneben gefallen, oder? Ja. Oh. Okay, bist du bereit? Jo. Er ist daneben gefallen. Ich glaube, das ist nicht so deterministisch, dass der wirklich so fällt. Können wir den irgendwo... Schaffen wir es, den irgendwo so zu... Warte mal, das kann doch nicht sein. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Lösung hierfür eigentlich enorm einfach ist und wir ein Brett vor dem Kopf haben. Weil die ganze Wand hier ist weiß und oben ist auch alles weiß. Stört mich gerade irgendwie. Also wir können auf die Sprungplattform können wir zum Beispiel den Würfel... Oh, warte mal. Ist auf der anderen Seite wo eine Portalfläche? Nein. Nee, gar nicht, ne? Mist. Sonst könntest du ja einfach durchgehen. Und auch in der Nähe der Tür ist halt leider keine. Das ist so ein bisschen kaka. Hm.
runterfallen lassen. Reicht das? Reicht das? Warte mal. Ich will mal versuchen, ob das eventuell schon genügt, wenn ich das so mache. Also wenn wir jetzt... Nee, das geht nicht. Das, was ich gerade probieren wollte, das geht nicht. Weil der würde zu viel Schwung kriegen. Hä? Wenn ich den jetzt so da drauf fallen lasse? Okay. Ist das, was du probiert hast? Das? Ja, und dann halt in der Zeit rennen, während der fällt. Okay, dann lass uns das probieren. Bereit? Ja. Ja. Au! Ja, das war die Tür. Die Tür hat ganz schön Bums. Wer hätte das gedacht? Oh ja. Aber wir waren nah dran. Ja. Und hier sind jetzt wenigstens keine bösen Stampfer mehr. Auch schon mal was. Ganz schöner Fußmarsch. So, dann probieren wir dein Bestes. Das ist so einfach. Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Heißt das, wir kommen jetzt auf ihre inoffizielle Teststrecke? Isa, ich weiß nicht, ob das eine Erholung ist oder eine Auszeit. Ich glaube, das ist eher noch richtig böse. Ja, die nehmen wir noch mit. Auf geht's! Isa, ich habe Angst vor dem, was da kommt. Ich auch. Ich habe 1 FPS im Ladebildschirm. Ja, bei mir war es gerade ähnlich. Habe ich 294. Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. What? Ah! Okay, also hier drüben ist so ein Laserstrahl-Dings-Gedöns. Wo? Hier. Da. Mach F, genau. Ah, hier, da hinten. Heißt, der Strahl muss irgendwie dorthin? Oh. Nein. Ich find's cool, dass das hier wirklich so die alten Testareale wieder sind. In den Zeiten, wo es GLaDOS noch gar nicht gab. Jo, wir brauchen irgendwoher so ein Prisma, ne? Guck mal, hier oben in der Säule ist ein Ding. Ja, stimmt, da ist eins durchgeschwirrt, ne? So, warte. Wo geht's eigentlich hier unten hin? Treppe. Man kann sich hier gegen dieses Ding da wieder schleudern lassen. Ach du Scheiße, wie weit runter geht denn das hier? Ah, guck mal, du kannst hier runterspringen, oder? Ja. Warte. Hier. Hallo, hier unten. Guck, hier unten. Gehen wir nochmal dort. Ja, hier. Vielleicht hier so runter. Oh. Und dann fliegst du durch das Ding durch. Und wo fliege ich dann raus? Dort gegen den Knopf. Dafür muss ich bestimmt da raus. Da kommst du dann hier raus. Nein, da ist es zu hoch. Das ist zu hoch. Ah. Geh mal durch, ich habe hier schon ein Portal gesetzt. Das ist nichts. Ah. Dann fliegt der kurz oben raus und dann muss ihn jemand fangen, der das andere nimmt, das andere Portal. Okay. Dann mach also du das mal nochmal. Also müssen die wahrscheinlich nebeneinander machen. Ach so, stimmt. Dass ich jetzt hier diesen hier mache und... Ah! Jupp. Diesen hier. Oder eher so. Ja. Okay. Tschüss. Timing versaut. Da war weit und breit keiner, der wirft.
Oh, hier ist so Portalflüssigkeit drin, ja. Eigentlich. Achso. Dann setz mit deinem hellblaues Portal da drauf. Auf die Portalflüssigkeit. Nee. Moment. So, das ist keine, oder? Dort auf dem Boden. Das ist keine Geht Portalfläche. Nicht. Hier ist eine. Alles klar. So. Okay. Dann das Ganze nochmal in die Rühen. Okay, du musst den Tipp später. Du kannst eigentlich erst hüpfen, wenn es dort wirklich in der mittleren Pipe feststeckt, ist dort, wo der Button ist. Weil der bleibt dort kurz stecken. Moment, ich muss hier nochmal. Oh. Magst du mir sagen, wann ich springen soll? Eigentlich wirklich, sobald du siehst, dass er dort hier reingeht und dort kurz wartet, dann kannst du es eigentlich sofort los. Okay, ja. Nächste bleibt jetzt stecken. Jetzt! Es war zu spät. Verdammt. Okay. Mach nochmal, wenn er dann direkt da drin ist und das erste Mal Bloop gemacht hat, weil es macht irgendwie zweimal Bloop oder dreimal. Also, Moment. Also, wenn er den Ton macht oder schon vorher? Wenn er den ersten Ton gemacht hat. Dann hüpf ich, okay. Ja. Ja, got it! Wow. Yay! Irgendwie habe ich gerade wieder schon. Irgendwie, ich glaube, dieses große Gewölbe überfordert bei mir das System gerade so ein bisschen. Naja, bei mir ruckelt es auch ganz schön. Da ist das Ding. Ah, okay, ich muss ihn halten dafür. Was kannst du jetzt machen? Das Ding dort bleibt stehen. Ach, der große, Ventilator dort. Ja. Ha. Ich will jetzt irgendwo durchschießen. Oder warte mal, ich hab's, glaube ich. Ich weiß wie. Okay. Ah ja, jetzt bist du da drüben. Das Problem ist, hier hat nirgendwo Portalfläche. Kann ich den Ventilator wieder angehen lassen? Du kannst ihn stehen lassen? Also ist es wirklich so, dass er dort stehen bleibt und so drauf leuchtet, oder geht das wirklich nicht? Ich guck mal, ob ich da irgendwo ein Podest habe. Aber ich fürchte, das klappt tatsächlich nur, wenn ich den hochhebe. Kein Podest zur Verfügung. Warte, ich komm nochmal rüber. Nochmal rüber. So geht's auch, ja. Okay, das ist ja dann hier und dann hier so rüber. Ansonsten, warum ist dann? Es muss aber da drüben irgendwie was haben. Sonst geh du mal rüber und mal gucken. Ja. Dann schau ich mal. Wie bist du denn darüber gekommen? Dort unten habe ich ein Portal wieder hingemacht. Ah ja, alles klar. Ja, ich sehe schon. Dann muss hier eins hin und eins muss hier unten hin. Weißt du, ob du das einfach mein Portal benutzt? Ja, das hätte ich machen können. Aha, okay. Ach, und hier ist eine Tür an der Seite. Ja. Also ich bin noch nicht durch die Tür durchgegangen, weil ich dachte, da geht's weiter. Aber vielleicht ist dahinter irgendwie so sowas. Wie meinst du? Also irgendwie so eine Portalfläche. Hinter der Tür. Ja.
Ja. Das sind welche. Du musst aber sowieso zurück. Warte. Jetzt ist die Frage, habe ich das obere oder das untere überschrieben? Nee, die sind beide gelöscht, weil ich da gerade da durchgelaufen bin. Ja, genau. Das heißt, wenn, dann müsste ich irgendwie was zurückwerfen, falls es hier eine Öffnung gibt. Nein, du musst einfach nochmal zurück. Also es reicht ja, wenn ein Portal ist. Komm nochmal zurück. Du musst nochmal zurück. Ja. Und zwar, also zum Beispiel deine Portale sind jetzt dafür, dass wir da drüber kommen. Ah, warte mal. Oh. Und dann muss jemand rüber, also gehe ich dann zum Beispiel rüber, setze hier vorne mein Portal und setze drüben mein Portal hin. Und dann sollte es eigentlich gehen. Warte mal. Hier ist auch so ein Laserempfänger. Nee, warte. Ah, das Portal geht ja kaputt, wenn du durchgehst. Ja. Hier ist ein Laserempfänger, aber der Laser ist ja auf der anderen Seite. Aber kann ich von hier aus irgendwo beim Laser einen... Warte, hier hat es ja so eine Portalfläche. Warte. Warte, zeig mal, wo ist denn bei dir das Ding für den Laser? Das ist... Ach du Scheiße. Hier. Und hier ist halt direkt so eine, diese Portalbremse quasi. Warte mal, irgendwie... Aber ich hab hier auch über... Ah! Ach, du kannst doch das Glas feuern mit dem Laser. Verdamm ich noch eins. Das ist die Lösung. Und dann kann ich hier ein Portal hinsetzen. Auf der anderen Seite. Und hier eins. Aha. Und was ist da gerade passiert? Der Rotor ist komplett ausgegangen. Ah, und der ist jetzt dauerhaft aus? Ja, deswegen bin ich jetzt gerade drin. Ah. Oh, genius. Nice. Hallo. Oh yeah. Hallo. So, und wenn wir jetzt beide davor... Hallo. Ah, da haben wir wieder diese Simultanhebel, guck. Ja. Okay. Warte. Nui. Cool. Haben wir gut hingekriegt, finde ich. Ja. Oh nein, nicht schon wieder. Halt, stopp. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Weißt du noch, als wir das letzte Mal hier eine Disc reingemacht haben? Da war irgendwas. Warte mal. War danach nicht das Ding fertig? Ja, da sind wir draufgegangen und dann war es fertig. Und das ist immer anscheinend so, wenn man außerhalb der Testparcours landet. Den lass uns das so schnell fertig machen, damit wir zerstört werden und dann ist eigentlich das perfekte Ende. Alright. Hier ist die Disc. Ja, dann do your thing. Wo wollen wir sitzen? In der ersten Reihe, zweiten Reihe? Erste. Mensch und Mensch schon. Ja. Das ist das falsche Disc-Gerät. Ah ja, das hier ist an. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Fertig. Muss ich hinhocken? Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so Hat sie bei dir fertig gesprochen? Nee. Bei mir auch nicht. Mann, nicht mal das sind wir ihr wert. Nein. Naja, ich würde aber sagen, an der Stelle... Lade Bildschirm. Shh. An der Stelle machen wir dann Folgenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Okay, thanks, bye. Ciao.